Hast du in diesem Baum noch jemanden gesucht? Ich könnte euch einander vorstellen. Ich suche nach irgendjemandem, der mir helfen kann, mich besser zu fühlen. Komisch, so über die eigenen Toten zu sprechen. Nein, ich brauche keinerlei Hilfe. Nehmen wir mal die zwei. Er schaut den Baum hoch und atmet aus. Sieht so aus, als ob die Hälfte des Dorfes jetzt da oben bommeln würde. Gibt wohl kaum Worte, um das gebührend zu beschreiben. Ich suche nach jemandem, der mir helfen kann, mich besser zu fühlen. Er nickt dir verständnisvoll zu, während er einen langen Zug aus seiner Pfeife nimmt. Mein Beileid. Er atmet aus, richtet seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes und beobachtet das Dorf um sich herum. Ja, Edea ist abwesend noch. Jetzt muss es einfach schlechter werden. Wir kamen hier mehr Wahrsager durch. Wir mussten sie auf Geheiß von Fürst Red vertreiben. Die Feldfrüchte sind verdorben, das Vermächtnis sitzt uns im Nacken, dieser Ort ist verflucht. So, und da kommt Alof ins Spiel. Du siehst vier Personen, die sich bei der Tür zur Schenke versammelt haben. Ihre erregten Stimmen und hackenden Gesten lassen darauf schließen, dass ein Streit kurz vor seinem Höhepunkt steht. Die erste Gestalt erhebt ihre Hände, um die Situation zu beruhigen. Sein Gesicht wird teilweise von einer Kapuze verborgen, aber Größe und Körperbau lassen auf einen Elfen schließen. I meant no offense. Let's put this matter to rest over a round, shall we? My treat. Ich wollte niemanden beleidigen. Lass uns diese Angelegenheit durch eine Runde Met beilegen. Geht auf mich. Hoping to soothe our pride with a few Adira coppers, eh? We don't need your coin. Die anderen Gestalten, Männer aus dem Volk und eine Elfe, sehen nicht gerade überzeugt aus. Die Waffe verschenkt die Arme. Aha, willst unseren Stolz wohl mit ein paar ätherischen Kupferstücken beschwichtigen, was? Sie spuckt auf seine Füße. Wir brauchen dein Geld nicht. Was geht hier vor sich? Nichts sagen. Jetzt beruhigt euch alle mal. Egal, um was es hier geht, ist es bestimmt nicht so schlimm. Oh, ein Kampf. Nehmen wir mal die drei. Einer der anderen Männer starrt den Elf mit der Kapuze an. Seine Augen sind rot vom Alkohol, aber sein Blick ist fixiert. Wir sind einfache Leute, aber dumm sind wir nicht. Das scheint er aber anders zu sehen, da er uns verspottet, während er in unserem Dorf wohnt. So lassen wir uns von Fremden nicht anreden und von Edyrern erst recht nicht. Ich bin, glaube ich, auch Edyrer. Die Frau mustert dich von oben bis unten. Und das schließt dich mit ein. Zwing uns nicht dazu. Go on. Say it again. I'm itching for an excuse. Der zweite Mann stößt sein Kinn in Richtung des Elfs. Er stinkt nach saurem Ale. Na mach schon, sag es nochmal. Ich kann deine Entschuldigung kaum noch erwarten. Why you're itching for the kindling touch of your sister, you cocksfeather? Yes, sir. Kannst es wohl nimmer da warten, dass deine Schwester schnaggelst, euer Schnappschwanz. Ja, Alofs zweite Persönlichkeit. I'll cut that barrel-looking tongue out of your head. Den drei Einheimischen entfährt ein gemeinsamer Wutschrei. Der zweite Mann knurrt wütend. Ich werde dir deine Säuferzunge aus dem Maul schneiden. This is a misunderstanding. I didn't say whatever it is you think I said. We've nigh quarrel. Entsetzen und Angst macht sich schnell auf dem Gesicht des Elfs breit. Das ist ein Missverständnis. Ich sagte gar nicht. Er legt die Stirn im Fein und schluckt, was ihr da gehört haben wollt. Er stellt sich fest hin, in seinen Augen flackert etwas Mürrisches und Rohes auf. Wir haben keinen Grund zu streiten. That's where you're wrong. Die Elfe zieht eine Klinge und genau da irrst du dich. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee wäre, ihn anzugreifen. Aufhören alle zusammen, das ist doch völlig absurd. Das hier ist unnötig. Wäre es nicht besser, drin zu trinken, als hier draußen zu streiten? Das werdet ihr ihm doch nicht abnehmen, oder? Da halte ich mich mal schön heraus. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee wäre, ihn anzugreifen. Die drei Betrunkenen sehen dich böse an. Und warum? Er sucht nach etwas und da er nicht das Rapier... Da es nicht das Rapier an seiner Seite ist, handelt es sich wohl um einen Stab oder einen Wurfdolch und ihr seht nicht aus, als ob ihr noch mit einem davon klarkommen würdet. Sie schauen einander an. Einer der Männer warnt die anderen beiden mit einem Kopfschütteln, bevor er sich dir zuwendet. Also so gut, wir sind fertig hier. Aber der da sollte hier besser auf sich aufpassen, denn wir werden nirgendwo hingehen. Mit einem abschließenden bösen Blick auf den Elfen dreht er sich zum Gehen um. Ich habe es tatsächlich geschafft, die zum Gehen zu bewegen, ohne sie zu töten. Als die drei davon stolpern, wendet sich der Elf dir zu. Die Spannung ist fast gänzlich aus seinem glatten Gesicht verschwunden. Not quite how I hoped to get to know the neighbors. Thank you for your timely assistance with that awkward situation.
So hatte ich mir meine erste Begegnung mit den Nachbarn nicht vorgestellt. Danke für deine Unterstützung in dieser misslichen Situation. Genau zur rechten Zeit. Gern geschehen. Freut mich, dass ich helfen konnte. Er lächelt kurz. Höflichkeit ist hierzu ein seltenes Vergnügen, genau wie die Gesellschaft einer Landsfrau. Ja. Er streicht seine Kapuze glatt und auf seinen Handschuhen bemerkst du die Fransen einer Stickerei. Seine Stiefel sind mit dem Schmutz einer viermonatigen Reise überzogen, aber das Leder darunter ist robust und von guter Qualität. I suppose introductions are in order after that little fiasco. Aloth Corvisser, at your service. Nach diesem kleinen Fiasko sollten wir uns wohl einander vorstellen. Aloth Corvisser zu deinen Diensten. Wie kommt es, dass du hier draußen feststeckst? Erzähl mir von dir. Ich hoffe, du hast mehr zu deiner Verteidigung vorzubringen. Wie kommt es, dass du hier draußen feststeckst? Er lächelt etwas beschämt. Das ist eine lange Geschichte. I'm a wizard by training and an adventurer by necessity. I was born in the Seathwood, part of the mainland of the Adir Empire, and both of my parents served the nobility, which afforded me an education for which I am grateful. However, there were no open positions in those houses and so I decided to seek new means in a new land. Ich bin ein ausgebildeter Zauberer und notgedrungen ein Abenteurer. Ich wurde im Sifwald geboren, einem Teil des Festlands des Reichs Edir. Meine Eltern dienten dem Adel und konnten mir eine Ausbildung bezahlen, wofür ich dankbar bin. In diesen Adelshäusern gab es keine Stelle für mich und so entschloss ich mich, in einem neuen Land nach neuen Möglichkeiten zu suchen. And how exactly did you come to be here? Wie genau bist du denn hier gelandet? Ich reiste mit einer Karawane, aber in der Nähe von irgendwelchen Ruinen wurden wir getrennt. In Gwythan Ruins? Oh, those can be dangerous places during the best of times, which these are not. And half the locals would arrest you for trespassing and the rest would kill you outright. I'm curious. What exactly did you find there? In Gwythan Ruinen? Diese Ruinen können selbst zu den besten Zeiten, die wir jetzt nicht haben, gefährliche Orte sein. Die Hälfte der Einheimischen würden dich für dein Eindringen verhaften, die andere Hälfte würde ich auf der Stelle niedermachen. Er beugt sich etwas näher heran, jetzt bin ich neugierig. Was genau hast du dort gefunden? Mehrere verhüllte Gestalten, die eine seltsame Maschine bedienen. Alf starrt dich schweigend an, anscheinend beurteilt er deine Aufrichtigkeit. Letztendlich stößt er ein abgehacktes, unbeholfenes Lachen aus. You do manage to find yourself in rather interesting predicaments. Du hast wahrlich das Talent, dich in ziemlich interessante Notlagen zu manövrieren. Was machst du hier in Goldtal? Ich sollte besser aufbrechen. Wie hast du es geschafft, diese drei Trunkenbolde zu verärgern? I'm afraid that was a matter of misunderstandings and mistranslations. It doesn't help that people in these parts remember their war with Adir like it was yesterday. Ich fürchte, das war ein Fall von Missverständnissen und Fehlübersetzungen. Er legte seine Finger zusammen und schaut weg. Es ist nicht gerade hilfreich, dass sich die Leute hierzulande so an ihren Krieg mit Edir erinnern, als ob er gestern gewesen wäre. Du hast einem der Angreifer und dessen eigener Schwester eine ziemlich schriftliche Anspielung gemacht. Er räuspert sich und zuckt seinen Ärmel zurecht. Wie ich ihnen zu sagen versuchte, sie haben mich falsch verstanden. Nach ein paar Humpen geschieht das viel zu leicht und der Akzent ist auch nicht besonders hilfreich. Ich habe das aber auch gehört. Für einen kurzen Augenblick sieht er so aus, als wolle er noch etwas anderes sagen. Sein Gesichtsausdruck wird missmutig. Aber bevor er zu sprechen beginnen kann, zwingt er sich zu einem schmallippigen Grinsen. Wobei er sich so fest auf die Unterlippe beißt, dass du mit einer blutenden Wunde rechnest. Letztendlich entspannt sich sein Gesicht aber und er schüttelt den Kopf. Nächstes Mal sollte ich deutlicher sprechen. Entschuldigung. Was machst du hier in Goldtal? Excellent question. I came looking for fresh air and cheap land. Instead, the magistrate gave me directions to the inn and a story about the local lord's expectant wife. But I take it that's a familiar tale. Eine hervorragende Frage. Er verschränkt seine Arme und blickt finster drein, wobei er zum Dorfzentrum hinschaut. Ich war auf der Suche nach frischer Luft und günstigem Land. Stattdessen gab mir der Magistrat eine Wegbeschreibung zur Schenke und erzählte mir eine Geschichte über die schwangere Ehefrau des örtlichen Fürsten. Er neigt seinen Kopf und sieht dich an, aber das scheint wohl eine bekannte Geschichte zu sein. Und du? Wie du schon sagst, ich bin auch ein Siedler. In letzter Zeit habe ich merkwürdige Dinge beobachtet. Ich suche nach einem Experten auf dem Gebiet der Seen. Das ist meine eigene Angelegenheit. Sind wir mal aufrichtig zu Aloth und sagen, wir suchen nach einem Experten. Indeed. The local lord has searched far and wide for similar specialists. He has rid himself of them almost as desperately.
Sein Blick flackert, als er die von oben bis unten mustert. Wirklich, der örtliche Fürst hat weit und breit nach ähnlichen Spezialisten gesucht und sich ihrer genauso verzweifelt wieder entledigt. Er nickt in Richtung des knorrigen alten Baums im Dorfzentrum. Sein Blick nimmt auch die eingestürzten Gebäude und die brachliegenden felsübersäten Felder auf. Ich vermute, dass man solches Fachwissen wohl besser woanders suchen sollte. Du siehst auch nicht unbedingt wie ein Siedler aus. Begging your pardon, but neither do you. Yet, circumstances can find a person in the strangest of places. Ein stürzeriges Grinsen spielt über seine Lippen. Bitte entschuldige, aber du auch nicht. Trotzdem kann einen der Zufall an den merkwürdigsten Orten zusammenführen. Ich sollte besser aufbrechen. Given recent events. It's just as well. I've had enough of the watered wine and lumpy beds at the inn. They say even the owner tired of the place. Just up and left one day. It explains quite a lot about the upkeep. Perhaps I could join you. I could use a change of scenery, and I find it's better to travel in numbers. Und ich auch. Wenn man die jüngsten Ereignisse berücksichtigt, umso besser. Ich hatte sowieso genug vom wässrigen Wein und den durchlegenen Betten in der Schenke. Rümpft seine Nase. Man sagt sich selbst, der Besitzer der Schenke hatte genug. Eines Tages ging er einfach fort. Das spricht Bände über die Instandhaltung. Er blickt dich vorsichtig optimistisch an. Vielleicht könnte ich mich dir anschließen. Ich könnte einen Ortswechsel gut vertragen und ich reise sowieso nicht gern alleine. Ich auch nicht. Dann lass uns gehen. Excellent. I shall follow you. Hervorragend. Ich werde dir folgen. So, und so haben wir Alof in unserem... in unserer Gruppe. So, ich ziehe das Ganze mal etwas runter. I'm here. Nee, ich glaube, wenn ich es oben hinsetze, ist es besser. Ja. Weil sonst wird wirklich das Feld freigehalten. Zum Ausrichten. Gasthaus zum schwarzen Hund. Jo. Dann werden wir jetzt rasten und als nächstes Idee aufsammeln. Ich dachte immer, diese Schenke würde untergehen, nachdem der Besitzer gegangen war, aber sie hat überlebt. Auf dem kirchlichen Wohndienst wurde etwas verschüttet, aber niemand hat es weggewischt. Ich dachte immer, diese Schenke würde untergehen, ja. Gut, ein paar neue Gesichter zu sehen. Auf diesen Tellern gerinnt eine bräunliche Brühe, es riecht verbrannt. Hail and well met. Hallo und willkommen in der Die Schankwissenschaft auf. Oh, du bist es. Tefrin hat uns gesagt, was du für ihn getan hast. Wir sind so erleichtert, dass er wieder bei uns ist. Ich kann dir gar nicht genug danken. Von nun an kannst du dich als Ehrengast unseres Hauses betrachten. Rabatt auf Mehl, auf Zimmer. Trennis sagt, er wolle in der Küche schon etwas Feines für dich zubereiten. Richtig gehört, er ist schon wieder beim Kochen. Sie lacht. Also, was hättest du gerne? Ich würde gerne mehr über den schwarzen Hund erfahren. Wirklich? Naja, lass mich mal sehen. Questerfahrung gesammelt. Das eigentliche Gebäude steht hier schon seit Jahren. Der schwarze Hund aber ist noch ziemlich neu. Hier drin kommen wir auch viele neue Gesichter zu sehen. Gut zugegeben, nicht mehr so viele wie früher. Tenfrid ist quasi der Hauptgewinn. Mit ihm werden die Besucherscharen sicherlich schon bald zurückkommen. Bis der Vorbesitzer überstürzt Albreiste, war ich hier Bedienung. Keiner weiß, was mit ihm geschehen ist. Selbst seinen armen Hund hat er zurückgelassen. Da kommt auch der Name her, musst du wissen. Der schwarze Hund. Sie sitzt immer noch oben und sehnt sich nach ihm. Armes, altes Mädchen. Irgendwie ist die Schenke in meinen Händen gelandet. Sie lacht. Meine eigene Schenke. Sie verlangt mir mir viel schwere Arbeit ab, doch bislang ist es das wert gewesen. Freie Platzwahl. Willst du was trinken oder ein Zimmer? Wir haben gerade zwei frei. Leider können wir heute keine besonders schmackhaften Essen anbieten. Sie seufzt. Es sei denn, du findest Gefallen an kaltem Haferbrei. Erstmal gucken, was du zu verkaufen hast. Du wirst bestimmt etwas finden, was dir gefällt. Unser Koss ist der beste im ganzen Dürrwald. Also ja, hier kriegen wir hauptsächlich Rastvorräte. Davon haben wir aber gerade genug. Ale und Essen. Und Zutaten. Brauchen wir aber gerade nicht. Oh, und Alof sein Level abgeben.
Ein Punkt in Wissen. Überleben, 2 Punkte. Jetzt haben wir noch 2 Punkte übrig. Da gehen wir in einen Punkt in Mechanik. Wobei Mechanik mache ich eigentlich. Geben wir noch einen Punkt im Wissen. Ja, dadurch kann er Schriftrollen verwenden. Weiter. Einölen Geisterschild wäre nicht schlecht.